So, Counter-Strike, wo ist das Update? Internet! Ein ganz kleines Kabel und vielleicht behebt es, vor allem für mich, ein ganz großes Problem. Let's go! Haben wir noch Peps? Nee? Wer hat den letzten genommen? Also vergangene Nacht ist noch ein bisschen was passiert und unter anderem haben wir auch ein Update-News bekommen, da schauen wir gleich kurz rein. Aber sonst hocken wir noch auf dem Trockenen. In den News zum 20.06.2024 beziehungsweise heute Morgen am 21.06. steht Folgendes. Ein Fall wurde gefixt, in dem das Spiel dachte, dass eine Taste, die man schon längst losgelassen hat, immer noch gedrückt werden würde. Ich hoffe so sehr, dass das meine Problematik fixt. Ihr wisst ja, ich habe diese Jigglypeak-Kackerei. Ne? Ich mach den hier und obwohl ich jetzt mal DA drücke, denkt das Spiel manchmal, warte mal, der hat doch länger D gedrückt und ich laufe einfach so raus, obwohl ich schon längst wieder auf A gedrückt habe. Das passiert aber nicht nur beim Jiggeln, sondern auch, wenn ich mich für irgendwelche Granatenwürfe zurechtmache. Also es ist zum Glück relativ selten, aber wenn es passiert, ist es sehr nervig. Es ist so, als wenn dein Charakter einfach fremdgesteuert werden würde. Man macht ja mitunter einige Korrekturen, bevor man dann schmeißt, die durch ganz kleine WASD-Drückungen eben dann zustande kommen. Und wenn dann das Spiel denkt, oh, der hat aber gerade 3 Minuten so gedrückt und dein Charakter einfach irgendwo hinläuft und du hast da schon längst nicht mehr hingedrückt und dann wirfst du die Nate und schmeißt sie hier dagegen, dann nervt es sehr. Nach diesem Mini-Update gestern, das keine Update-News bekommen hat, war es sogar noch schlimmer. Da gab es mitten im Stream ein paar Sequenzen, in denen ich halt laufe und wie gesagt, wenn ihr da mal ganz genau drauf achtet, wenn ihr selbst lauft, dann drückt ihr öfter diverse Tasten. Man kann es mir auch irgendwie einblenden lassen, aber das mache ich jetzt nicht mit so viel Arbeit. Und gestern wurden manchmal mehrere Eingaben im Nachhinein verlängert abgespielt. Das heißt, ich laufe praktisch jetzt hier und will hier um die Ecke und da läuft halt aber so. Ne? Und ich lauf dann gefühlt ins Nichts. Das Problem habe ich schon sehr, sehr lange, aber gerade gestern Nacht war es besonders schlimm. Ich hoffe sehr, dass zumindest die Schlimmhaftigkeit jetzt verbessert wurde, wenn nicht sogar im besten Fall das komplett weg ist. Aber ich hatte das auch schon während CSGO. Ich habe das seitdem ich den neuen PC habe. Also ja, mal mehr und mal weniger. Und am zweiten Punkt von diesem zweizeiligen Update haben sie noch am Netzwerk gearbeitet. Auch gut. Natürlich, wenn man hier mit Packet Loss und sowas vielleicht zu kämpfen hat, so wie ich, Starlink, dann kann natürlich so eine Dödelei viel einfacher zustande kommen. Also es liegt dann nicht nur im Spiel, sondern sicherlich auch an meiner verschissenen Connection. Aber es ist halt echt dämlich. Übrigens, das Peinlichste ist Folgendes. Es ist irgendwo ein Objekt, das man überspringen möchte. So. Und manchmal kommt die Eingabe zu spät. Das heißt, ich mache dann so. Und das sieht dann halt im Stream so aus, als wenn ich ein Vollidiot wäre, der einfach nicht den Sprung nicht rafft. Der so macht und dann Spring und weh oder was? Das ist sehr nervig. Und wie gesagt, gestern war es besonders wild. Und da es aber zum Glück relativ selten ist, kannst du es auch nicht antizipieren und sagen, ah, gleich passiert's, ich lenke einfach gegen oder sowas. Funktioniert nicht. Also ich hoffe, wir werden es ja gleich im Livestream merken ab 20 Uhr, dass das hier meinem Problem auf jeden Fall weiterhilft und dass es natürlich auch vielen anderen ja weiterhilft und hier möglicherweise auch eine gewisse Besserung eintritt. Aber ja, ich habe es sonst jetzt nicht so die großen Probleme. Gestern war es ein bisschen zuckelig, wir haben aber auch eine Weile auf eSportle gespielt und die hatten dann auch kurz Probleme mit ihren Servern, also es kann auch einfach daran gelegen haben. Naja. So, aber jetzt mal Tacheles, mehr ist hier nicht. Aktuell bedeutet das Folgendes. CS2 ist 25 Jahre alt geworden und bis jetzt gab es von den CS2 Boys and Girls diesen Tweet. Mehr nicht. Keine Geburtstagshühner, kein Geburtstagsupdate mit einer Coin oder sonst irgendwas, also einer Kleinigkeit. Und natürlich auch kein Riesen-Update wie Operation oder sonst was, sondern bis jetzt nur dieser Tweet. Da sie auch nichts angekündigt haben, kann man natürlich aus ihrer Seite sagen, hey, habe ich ja nichts versprochen. Aber natürlich waren und sind die Erwartungen nach wie vor groß, dass da was kommt. Ich wiederhole ja noch zum dritten Mal, dass zum 20. Jubiläum, ich meine direkt am Tag des Jubiläums beziehungsweise einen Tag später kam ein Update, so mittel. Und 3 Monate später kam ein sehr, sehr, sehr großes Content-Update für das 20. Jubiläum. Also richtig viel Stuff. Aber 3 Monate, komm schon. Naja, am Ende können wir nicht mehr als warten. Ich denke, heute Nacht werde ich es auch noch so irgendwie im Titel verpacken auf Twitch von wegen, mal gucken, ob heute ein Update kommt, bing bong. Ich behaupte mal, dass es noch ganz gut steht. Also noch könnten sie was bringen und sagen, hey, bitteschön. Natürlich genauso bitteschön wie hier unser Glove Giveaway. Denkt dran, heute im Livestream geht's weiter auf Twitch. Kommt gerne rum. Ich bin jetzt live, also ab 20 Uhr. Vielleicht kommt das Video ein bisschen davor. Könnt ihr direkt rumkommen in den Stream, mitspielen, Elo snacken, Bubble Dollar sammeln für die ganzen Giveaways und mitmachen. Es gibt heute auch diese Carved-Jade. Die habe ich gestern im Stream schon angeteasert. Die gibt es jetzt auch im Stream zu snacken. Also einfach rumkommen und mitmachen. Der Link zum Stream ist in der Videobeschreibung. Ich bin jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr live rankommen. Und kommen wir auch noch geschwind was raus. Und zwar gibt es heute eine MP7 Just Smile. Einfach mal lachen, auch wenn kein Update kommt. Und hier kann man automatisch dran teilnehmen, wenn man was zu diesem Bug schreibt, der jetzt ja scheinbar oder hoffentlich gefixt wurde. Kennt ihr das auch, dass die Tastatureingaben manchmal ganz komisch gelesen oder detected werden und man mitunter einfach
nicht diese Bewegung macht, die man gerne machen möchte. Haut's in die Kommentare, wir lesen uns dort. Ich ziehe dann direkt durch und mach dann gleich mal den Livestream an. Vielen lieben Dank auch an alle, die gestern vom Video direkt rumgekommen sind. Es war sehr, sehr schön. Es hat mich echt gefreut, vor allem, weil wir auch dann so viele Videogames gemacht haben. Wir haben bis heute Morgen um 2, glaube ich, oder 2:30 oder sowas, reingedaddelt und zusammen gezockt. Genau so laufen die Streams, finde ich, am besten. Also ich zock immer mit euch, immer zack, neues Team, vier neue, bum, bum, bum. So kann es gerne weitergehen. Wie gesagt, 20 Uhr geht's weiter, haut rein, bis gleich. Danke fürs Zuschauen, vielen Dank für die Kommentare, danke für die Likes. Ich lese gleich im Stream ein paar Kommentare vor, okay? Ich habe ein bisschen Zeitdruck gerade, deswegen, ja, vielen, vielen Dank für alles, haut rein. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter